Okidoki. Dann erstmal alle Funk einstellen. Aber kann ein guter Überraschungsmoment sein, weil denk mal so, du bist im Dunkeln und auf einmal... Ja, 19. Aber prägt euch gut ein, wie wir aussehen. Ja, wir schießen auf die hellen. Wir haben das grobe K.O. muss dann schwarz sein. Genau, und wir schießen, die anderen sind glaube ich heller als wir. Genau, und haben irgendwie so ein Pattern oder sowas, was das war. Ja. Und auch eine andere Weste. Ja. Welche andere? 19. Schwarzer Helm ist auch ein gutes Merkmal. Muss ich noch den zweiten Block noch. Du klickst auf GR. Ja, ja, ach ja, ich hab das schon mal vorgetestet. Die Helme hier, die haben schon einen intrigierten Ohrstöpsel, also da muss ich keine Angst haben. Für Long Range, momentan sind wir noch verschlüsselt, solange wir alle leben, brauchen wir da auch nicht verschleiern. Das wäre dann höchstens für die 343er wichtig, weil da wir nicht verschlüsseln können. Also dort halt eben die ganze Zeit verschleiert innerhalb eures Teams, falls ihr nicht per Stimme führt. Ich rate aber, dass wir hier die Heimlichkeit nutzen und vielleicht eher flüstern und funken, anstatt rumzuschreien. Bravo! Ja, ihr bewegt euch direkt in Richtung... jetzt habe ich es nicht offen. Rider. Hast du Leuchtstäbe? Genau, Rider, genau. Genau in Richtung Rider. Direkt von Westen her. Ja, Charlie deckt das Ganze von Norden. Alpha bewegt sich in Richtung Archer, nimmt das Ding ein. Und wir gehen danach in Richtung Caster und nehmen dort eine Überwachungsposition ein. Ich denke nämlich, dass dort frühzeitig was ist. Falls wir dort Feinde treffen sollten, nehmen wir frühzeitig den Kampf auf. Wenn ihr fertig seid mit Rider, bewegt sich Bravo und Charlie nach dem gleichen Pattern. Also Bravo von Westen und Charlie unterstützt in dem Fall von Norden. Ja, oder wenn ihr sagt, das ist sinnvoll, deckt nach Süden, also Süden, Südosten. Geht ihr Richtung Saber und sobald ihr Saber auch habt, gehen wir alle gemeinsam auf Caster, weil Ruler wird richtig interessant. Ja, verstanden? Ja. Oder Anmerkungen? Check. Ruler wird wahrscheinlich auch schnell aufgebraucht sein. Ja, ja, deswegen wird das auch das letzte sein. Ja. Wir sehen. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann Teams untereinander fertig machen. Ja, und ihr wisst auch schon direkt, wo ihr hin müsst. Sobald dann also hier der Save-Timer vorbei ist, heißt es direkt Marsch, Marsch, und zwar nicht langsam, schnell, aber wie gesagt, nutzt die Dunkelheit nach Möglichkeit aus und lasst die Taschenlampe aus, wenn es nicht sein muss. Ansonsten, wer leuchtet, ist in der Regel tot. Und auf Nummer sicher zu gehen, packe ich die in meinen Rucksack. Ob man gewinnen wird oder nicht, sagt dann einem das Licht. Ja, aus meiner Sicht ist es hell genug, dass ich keine Taschenlampe brauche. Das ist ja, das geht mein Einblick. Dass ich nicht zwingend brauche. Also lasst es im Zweifel, weil sonst leuchtet die einfach. Gut. Dann Abmarschbereitschaft herstellen. Also wir werden es wie folgt machen, was die Vertreterregelung angeht. Feli, ja, du bist die Nummer 2. Das heißt, wenn ich ausfalle, übernimmst du. No. Ja, danach folgt Felix als Grenadier. Dann Floyd und zum Schluss Aztec. Okay? Copy-Paste. Ja. So, ansonsten noch... Ja, Floyd, wenn wir an dem Container waren, den Container entsprechend hinterher präparieren, dass wir merken, falls es wieder anders rangeht. Ich glaube, da kann man nur von einer Seite rein, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe oder in Erinnerung habe. Dann machen wir das, ansonsten müssen wir eventuell beide. Wie viele Fallen hast du? Ich habe 5. 5, ja, sollte reichen. Diese Stolperdrahtfallen sind aber nicht tödlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Wie bitte? Die Stolperdrahtfallen, die machen nur ein Licht, also die sind nicht tödlich. Ja, die machen nur Licht. Die 343er. Genau, ganz wichtig, wenn ihr den Container gesichert habt, macht die Tür wieder zu, ja, und präpariert den, so dass es von außen nicht offensichtlich ist, dass da schon jemand dran war. Und dann schnellstmöglich, Charlie, Verschlüsselung einrichten, ja, und dann über Hauptkanal melden. Los geht's. Go, go, go. Los geht's. Gigaplex, was ist der Schwerbestand fürs MG? Ballast. Alles klar. So, dann nutze ich auch nochmal die Anmoderation im Stream. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade gestartet mit der TVT Fremde Technologie, es geht heute darum, 5 Container zu sichern. Also jetzt nicht zu sichern in dem Sinne, sondern in diesen Containern sind Code-Terminals oder Datenterminals. Da müssen wir Daten runterladen. Es gibt dann Codefragmente, die müssen wir dann an einem Upload-Terminal in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen, damit wir die erbeuteten Daten auch an unseren Satelliten hochladen können. Und wir sind nicht alleine, denn es gibt auch noch ein anderes Team, die DTOSD, das ist quasi... Ach so, genau. Falls die hier versprengt werden, habt ihr die Wahl, das könnt ihr euch selber entscheiden, wenn ihr das für sinnvoll achtet und nicht euer Tod bedeutet, dass ihr zum Exfiltrationspunkt geht. Oder aber, wenn ihr in der Nähe von so einem Container seid, könnt ihr auch alleine diesen Container halt eben überwachen, wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, ohne zu sterben, da den Bereich alleine zu verlassen. So, und dann einfach exfiltrieren. Also eine ganz einfache Nummer. DTOSB ist, wie gesagt, das ist eine Militäreinheit, eine internationale Militäreinheit. Wir sind von der First Protection and Secure, wir sind von einem privaten Unternehmen und wir haben eben das Interesse, die Daten unseres Unternehmens sicherzustellen, während Militäreinheiten eben das Ziel verfolgen, die Daten für sich zu erbeuten. Ah, noch was? Nach Möglichkeit keine Tracer verwenden. Ah, wie gesagt, nach Möglichkeit keine Tracer verwenden, weil die funktionieren immer in beide Richtungen. Alles klar. Und genau, TVT bei W, wir spielen das intern immer ein bisschen anders, weil es ist nicht auf Wettkampf ausgelegt. Ich habe es gerade in der Anmoderation schon ein bisschen erklärt, also es geht nicht darum... Ja, wenn es dazu kommt, der andere den Feind einfach nicht sieht, dann soll halt einer Tracer laden und damit die ersten Schüsse machen, damit der Rest halt eben sieht, wo es hingeht. Aber besser ist es immer, Tracer wegzulassen. Alpha, Bravo Charlie, hier Alpha kommt. Giga, meine Waffe ist nicht feuerbereit, ich habe keine richtig korrekten Magazine im Inventar. Okay. Na gut, versuchen wir es Charlie gleich nochmal. Kleiner Tipp von mir, könnt ihr aber selber entscheiden, nach Möglichkeit keine Tracer verwenden, aber die funktionieren ja in beide Richtungen. Oh, ein bisschen zu weit. Also funktioniert bei dir gar nichts an Munition? Ich habe bis jetzt nichts gefunden im Inventar, was ich durchladen könnte. Leute, können wir da was machen? Ja. Ja, können wir es. Ich brauche aber gleich eine Sekunde dann. Ja, das machen wir dann am Container. Ich denke mal, beim ersten Container werden wir noch keinen Kontakt haben. Ja. Okay, ich bin nur noch weit. Ja, braucht eine Pause. Werde ich gleichermaßen. Okay, dann gehen wir vom Tempo bis... Also könnt ihr gar nicht mehr und nur noch gehen? Komplett ausgelaugt. Gut, dann machen wir hier kurze Pause Richtung... Dann machen wir hier kurze Pause rund um Sicherung. Floyd, kannst du mir helfen mit meinem Problem? Ja. Zur Info, der AR hat nur Tracer. Ja, verstanden. Dann pass auf. Solltest du dir vielleicht nicht direkt neben irgendwem anders kuscheln. Das Grenadier, ne? Ja, ja. Wem fehlt jetzt die Muni? Ja, mir wird schon geholfen. Leute. Ja? Sonst gebe ich Ihnen die Muni, ich bin eh so an die TT bleibt hinten. Ja, ich wollte ich auch gerade vorschlagen, dann lass die hier, Felix. Ich gebe dir ein paar rein. Und ich gebe dir welche von meinen. Ich sorg dann gleich nochmal für Ausgleich. Ich hab dir erstmal 3 Lichtspuren und eine normale reingepackt, dann habe ich noch 2. Ah ja. MG geht wieder? Check. 11 Magazine habe ich, jetzt habe ich 9. Gut, seid ihr fertig? 11. Okay. Gut, dann weiter geht's. Da fühle ich mich viel besser jetzt. Kann ich glauben. Normal, aber Combat Pace. Wie gesagt, komm mit Pace. Also halten wir ein bisschen länger durch. sagt im Lobbyquad da hinten. Ja, das ist ein Fehler. Wie viel hast du jetzt noch als Step? 7 Magazine in einem Lauf. Das sollte noch reichen. Vollkommen. Ich glaube auf 11 Uhr sehe ich was. In dem Gebäude. Check 290. Gerade am Container Bewegung gesehen. Waffen hoch, weitermachen. Wir gehen links rum, kommen im Gespräch jetzt über Funk. Alle rein. Feli, du gehst vor als Pointman. Ich hab Rücksicherung. Ja, das folgt. Überladen. Getroffen! Ich gehe links rum, er ist links an der Ecke, hinter dem Blechverschlag. MG wieder da. Hinter dem Blechverschlag. Ausgeschaltet. Blech aus sicher. Ich dann hier einmal rum, fliegt mal da durch. Bleib vom Container weg, da sind irgendwelche Drähte dran. Okay, Rest ist safe. Aztec, du kümmerst dich um Feli. Das ist ein Faraday. Ich bin auch noch am Blut an die Container rein. Floyd und ich, wir nehmen die Sicherung. Ich bin noch am Bluten. Oh, wieso? Kommt man da rein? Floyd, Sicherung Süd. Container steht Faradayscher Käfig, return all EW equipment, no excuses. Ja, die Drähte sind die Erdung von dem Container. Okay, also wie gesagt, Felix geht ran, lädt die Daten runter, Feni kümmert und Absteck versorgen sich gegenseitig, Floyd und ich sichern. Schon mal bereit machen, den Container zu verdrahten. Weg. Okay Jungs, wir haben es hier mit Terminal 3 zu tun. Check. Moment, Schlüssel folgt. Ist das jetzt klar gewesen oder? Terminal 3 und der Code ist 15. Wiederhole Terminal 3, 15. Giga? Das war jetzt schon verschleiert. Nee, war nicht verschleiert. Mein Fehler, deswegen habe ich gleich korrigiert. Ich jetzt noch? Ja, Klarzahlen, ne? Ja, das sind Klarzahlen. Das heißt, gut geht das. Floyd, du verminst? Oder ja, bin dabei. Ich gebe den Code an Jana weiter. Container ist vermint, allerdings nur von außen. Das ist okay. Auf 210 ist eine Leuchtquelle. Komm. Ja, das sieht nach Lagerfeuer aus, aber wir gehen da vorsichtig ran. Also jetzt schön vorsichtig auf Bewegung achten. Richtung 220, Entfernung mittelweit, habe ich gerade rotes Leuchten gehabt. Gut, wir gehen mit uns weiter. Nutzt die Fahne als Sichtdeckung. Lagerfeuer. Auf 210. Wir bleiben so ein bisschen vom Feuer weg, weil das zieht nur Blicke auf sich. Wir weichen in Richtung Westen aus. Schwenken ein, direkt nach Süden. Halt. Wir werden gleich direkt im Süden, hinter dieser leichten Anhöhe, Fahne, hinter dem Feuer. Dort werden wir gleich hinspringen, dann möchte ich über diese Freifläche möglichst schnell drüber und dann in die Fahne rein, damit wir dann von dieser Lichtquelle fertig weg sind. Verstanden? Check. Check. Gut, dann auf 3. 1, 2, 3. Hier bei den Fahnenstellungen. Alle Teil dran. Sieht so aus. MG, wie sieht's mit der Ausdauer aus? Ganz schlecht. Gut, dann machen wir hier kurz einen Halt. Kurz die Zeit, bei uns auf der Karte mal unsere Bezugspunkte einzutragen. Das habe ich nämlich eben nicht gemacht. In dessen Sicherung Schwerpunkt Süd halten. Ich hatte gerade Audio West. Ja, check ich auch. Und des Weiteren Kontakt Rauchsäule in Westen. Eingetragen, müsstet ihr jetzt auf der Karte sehen können. Jo. Gut. MG bereit. Gut, dann bewegen wir uns jetzt langsam Richtung Süden weiter. Marsch. Ganz wichtig, wir haben ja BFT, RFT, wenn ich... ich wiederhole nochmal, also wir haben ja BFT und RFT, wenn ich ausfallen sollte, muss irgendwer mein Tablet aufnehmen, damit das weiter aktiv bleibt. Bei der nächsten Fahnenlinie halt, Sicherung einnehmen. (183), 200 Meter, rote Person. Zwei Stück. Ja, Sicherung Richtung Süd. Versucht eins, Licht auf den Container so ein bisschen zu kriegen durch leichte Bewegungen nach links und rechts. Wir warten hier, falls Feind zugreift, dass wir einen Feuerüberfall werfen und vernichten können. Check. Weitere Informationen. Bravo hat Container erreicht, hat Code runtergeladen, Übermittlung folgt. Gleichzeitig haben sie in Richtung Süden Feindkontakt gemeldet. Frage an alle, habt ihr Einsicht? Wird positiv. Feli positiv. Hashtag positiv. Felix keine Ziele. Kleiner Hinweis, Bravo und Charlie bewegen sich jetzt in Richtung Saber. Sobald die Saber genommen haben und Richtung Caster sich bewegen, werden wir die Männchen ausschalten, damit die dann zugreifen können. Felix, wenn es hier zum Feuerkampf kommen sollte, dann deine Aufgabe, Beleuchtung des Gefechtsfeldes voraus, dass wir die Feinde gut sehen können. Verstanden. Im Übrigen habe ich Süd bis Ost im Blick, weil ich, wenn Feind kommt, von dort erwarte. Ja, passt. Wo der Container grob ist, das siehst du aber. Ja, ja. Ja, ich möchte nämlich, dass du die Beleuchtung ziemlich mittig über den Container halt, so gut es halt geht, platzierst. Eventuell noch ein bisschen dahinter, das wäre noch besser. Ja, ich habe nicht nur eine Flare. Wie viel hast du? 4. Okay. Weiß und dann nochmal 3 rot, 3 grün. Ja, Beleuchtung machst du weiß. Copy. Bravo und Charlie sind noch an Saber dran, oder? Ja, korrekt. Charlie befindet sich gerade direkt an Saber dran, während Bravo, während Charlie gerade in Sicherungsposition geht, damit Bravo zugreifen kann. Bravo Charlie sein, ich höre noch nichts über Funk, dass sie angegriffen werden. Das ist aber etwas zu viel Feuer. Gigaplex hereinzukommen. Okay, Charlie reagiert nicht mehr. Vermutlich ist Charlie Leader ausgefallen bei dem Feuerkampf. Wir werden jetzt Bravo beim Kontrolle unterstützen, dazu bewegen wir uns jetzt in Richtung Westen. Okay, zurück auf unseren Funkkreis. Charlie meldet sich nicht mehr, scheint ausgefallen. Wir versuchen halt, jetzt... Stopp. Halt. Charlie hat sich gemeldet. Charlie hat sich gemeldet, alles gut, kannst weitermachen. Bitte? Kannst weitermachen. Oh, jetzt habe ich schon wieder den Block gewechselt. Oh. Ah, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Charlie hat sich dann zum Glück doch noch gemeldet. Ich habe wirklich keine Lust, da jetzt in die Mitte zu gehen. Sag ich dir ganz ehrlich. Wenn du noch was hast, komm mal ein kleines Stück näher ran, ich höre dich so schlecht. So ist besser? Ja, ja, passt. Okay, Charlie ist jetzt am Terminal, lädt die Daten runter, also haben wir Saber gleich auch im Sack. Verstanden. Und die 343er, die kannst du nicht verschlüsseln. Also wenn du tatsächlich jemanden mit Glück hörst, dann ist er das tatsächlich auch. Alles klar. Also kurzes Gedankenspiel meinerseits, weil wir bisher noch auf keinerlei Feinde gestoßen sind, ist gerade meine Vermutung oder Befürchtung, dass der Feind bei Sula in Verteidigungsposition gegangen ist und wir dort auf die auflaufen sollen. Also, ich wiederhole nochmal, Bravo und Charlie kommen jetzt in Richtung Caster. Sobald die in Position sind, schalten wir die roten Männchen aus. Charlie wird zugreifen, Bravo in Richtung Südwesten sichern, wir mehr so in Richtung ostwärtig, weil wir da gut den Blick momentan drauf haben. Also ostwärtig von Caster. Caster ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Ja, und das ist auch aus Versehen der nächste Punkt, der wahrscheinlich von... Für den Feuerüberfall macht sich alles bereit, was keine Tracer hat. Leute in Position für Feuerüberfall auf rote Männchen. Felix auch. Feli, hol mal Arztdeck zurück. Schon passiert. Ah, sehr gut. Vorbildliches Verhalten finde ich gut. Arztdeck bereit für Feuerüberfall. Ist aber voll jetzt hier der Busch. Gut, Feli, du übernimmst dann die Sicherung Richtung Südwest. Jetzt, Achtung, westlich von uns, 100 Meter, südwestlich. Da eigene. Okay, fertig machen für Feuerüberfall. Auf 3 bei mir. Feuerüberfall in 1, 2, 3. Feuer. Meldung ist bald ausgeschaltet. Keine Sicht mehr auf Ziele. Einer noch aktiv. 5 Meter neben Container. Hoppt nach rechts. Hier auf. Da ist er, rechtzeitig. Bei Fahne. Check. Check. Happen, happen, happen. Der ist am Boden. Ausgeschaltet. Eigene kommen vom Schiff. Sicherung Richtung Südost einnehmen. Ah, die benutzen Tracer. Egal. Dieser Regen macht langsam meine Ohren taub. Achso, Schreibbereitschaft herstellen, ich habe euch die Terminal-Codes noch gar nicht durchgegeben. Steht. Okay, also unser Terminal, das war ja Terminal 3. Dann hatten wir noch den zweiten Terminal, das war Rider. Das ist Terminal 7 mit Code 02. Ich wiederhole, Terminal 7, Code 02. Ich gehe wieder Richtung West sichern. Die Saber ist eine 3 mit Code 15. Wiederhole, Terminal 3, Code 15. Notiert. Weg, Floyd sichert wieder Richtung West. Okay, also wir werden es wie folgt machen. Wir werden eine Position suchen, ca. 150, 200 Meter nördlich von Rula. Bravo, ungefähr 150, 200 Meter nordwestlich. Und Charlie westlich bis südwestlich, sodass wir dann einen guten Kreis haben. Und dann werden wir gemeinsam zugreifen, um Rula den Code zu knacken. Komm. Den Code von Custer noch? Ah, ja, ja. Gut, dass du sagst. Der Code von Caster ist Terminal 6, Code 69. Ich wiederhole, Terminal 6, Code 69. Kurzer Hinweis an den Stream. Das Ganze ist verschlüsselt. Gut, dann in den Buddy-Teams zusammenfinden. Wir werden gleich in Richtung Südosten fast schon Osten abmarschieren. Wechselst du noch vom Bunkerkanal oder wechselst du wieder durch? Welche Sicherung West ab? Aus Osten kommend. Ja, check. Ich spreche lieber Bewegung von Fahren zu Fahren an und dann bewegen wir uns nach dorthin und warten noch kurz. Wir sind am Fahren. Gut, von aktueller Position in Richtung 024 fahren, 150 Meter, Abmarsch. Bisschen aufgelockert, nicht dass wir von einer MG-Salve umgepustet werden. Ich habe einen Computer gefunden, der ist in dem Leuchtturm da vorne drin, wenn mich nicht alles täuscht. Welchen Leuchtturm? Auf Süd, die Turmruine, sorry. Da ist unten ein Computer drin, glaube ich. Ja, können wir gleich einmal reingucken. Kleiner Hinweis, wenn wir uns jetzt Richtung Ruder bewegen, achtet auf eure Füße. Es kann gut sein, dass das nämlich heftig mit irgendwelchen Stolperdrahtfallen vermint ist. Auch jetzt schon bei der Annäherung drauf achten. Floyd, geht's wieder? Ja, positiv, geht wieder. Gut, dann bewegen wir uns weiter. Felix kann ganz kurz einmal in die Turmruine reingucken, vorbeigehen, schauen, was er da gesehen hat. Wir bewegen uns weiter genug weiter Richtung Süden. Abmarsch. Mann, ist was. Achtung, wir sichern die Turmruine. Wir sichern die... Könnte es dieser Ablinks sein? Rest- und Umsicherung, Felix guckt. Der Punkt Süd. Erste Uplink. Ah, okay, gut zu wissen. Dann gebe ich das mal durch. Stand Uplink Station DTOSD. Ah, das ist nämlich die feindliche. Ja, bestätigt. Ja, so wird das auch marschieren soll. Ja, macht euch klein und hässlich, achtet auf die Gebüsche. Wir bewegen uns jetzt auch von Gebüsch zu Gebüsch. Darauf achten, dass sie wirklich flüstert und wir uns nur über Punkt unterhalten. Okay, ich sehe keine Feinde südlich dieses Sumpfgebietes. Bei den Fahnen dann jetzt rüber auf die andere Seite und bei den Fahnen wieder halt. Scheiße, meine Ausdauer. Falls sie geschossen hat, nicht nachladen, vergessen, dass sie mit Vollmagazin jetzt angeht. Überblick auf Container auf 210. Okay, Bravo dringt jetzt ein, Charlie hat auch Sicherung übernommen. Bravo ist 100 Meter südwest-west von Hula. Bravo dringt jetzt aus Nordwesten ein. Okay, Sicht auf Bravo. 20 Meter vom Container entfernt. Oh, Leuchtkörper ausgelöst. Behaltet die weitere Umgebung im Auge, von irgendwo müssen sie sich annähern. Wenn Bravo gedownloadet hat, weichen die über unsere Position aus. Bravo kommt zu uns. Den Code nicht vergessen. Ja, Code ist, also Terminal 4, Code ist 48. Ich wiederhole Terminal 4, Code 48. Alpha, Bewegung direkt Richtung Norden, Richtung Data Terminal. Gut, Sicherung abbrechen, wir bewegen uns Richtung Norden wieder zurück. Verstanden. Ich habe die Codesequenz aufgeschrieben. Ja, sollte jeder. Ich habe den feindlichen Exfil-Point beobachten können, da hat sich nichts angenähert, während wir gehalten haben. Ja, verstanden. Wir werden auf dem Rückweg den feindlichen Exfil-Point noch mit so einer Flare verminen. Schlägt dann eigenständig Flare? Ja, korrekt. Melden, soweit geschehen. Dann... Gigaplex, so klein wie die Flare war, die Bravo ausgelöst hat, können wir gar nicht gesehen haben von weiter weg, wenn die in einem anderen Terminal waren. Doch, doch, jetzt können wir das durchaus sehen, wenn wir hier sind. Wir gehen nämlich nicht direkt ran, wir versuchen eine Position zu finden, dass wir drauf gucken können. Nein, ich meine, wenn die an den anderen Containern schon dran waren, das hätten wir ja, weiter weg. Ja, es reicht, wenn es ihnen Angst gemacht hat, dass sie deswegen langsamer sind, das reicht dann schon. Also das einzige Gedankenspiel, was jetzt noch bleibt, ist, dass die uns bei unserem Terminal abfangen. Na, die müssen wir aber auch durch Zufall finden, so wie wir ihren. Wo sind die? Röpperdraht scharf. Gut, dann weiter bewegen. Okay, wir werden jetzt westlich vom Data Terminal, werden wir ein bisschen nach Norden verlegen, dort eine Sicherung aufbauen und Bravo wird das Ganze uploaden. Bisschen aufteilen, nicht ganz mehr so weit auseinander, wir dürfen uns jetzt nicht mehr verlieren. Wenn ihr es nicht seht, sofort Bescheid sagen. Lasst uns nicht verlieren. Gruppe geht. Wollt das letzte Mann. Oh shit. Er ist ja richtig weit weg. Das wird witzig. Okay, wir halten hier die Position, sichern Richtung Nord, Nordost. Feli, wo ist deine Position? Upload abgeschlossen. Schöne Scheiße, ich hab draufgerichtet, nicht runter. Okay, wir bewegen uns jetzt auf direkten Wege Richtung Exfil-Punkt, also Richtung Südwesten. Zur Info, Charlie befindet sich ca. 150 Meter vor uns. Die Info ist wichtig. Bravo ist ca. 100 Meter hinter uns. Charlie macht Beobachtungshalt hier bei dem Grünzeug, machen wir ebenfalls halt. Ich muss einfach mal sagen, bis hierher saubere Arbeit, das lief professionell, schnell und zügig. Sehr gut. Okay, alle rein, Teil benutzen und das war fertig. Wir waren hier noch kurz, bis der Rest gut arbeitet. Ab nach Hause. Wie war das noch gleich? Die ersten werden die letzten sein? Mhm. Charlie. Hast du schon? Ja, ich hab schon.